Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, wir stecken gerade in zwei Krisen drin. In der Ölkrise und in der Weltwirtschaftskrise. Zwei große Krisen, die wir gerade zu bewältigen haben. Was wir aber, ja, einigermaßen schaffen. Die Preise sind hoch und wir verlieren sehr viel Geld leider aktuell. Außerdem wird natürlich mit der Weltwirtschaftskrise auch der Flugbetrieb reduziert. Also schauen, dass wir hier irgendeinen Laden reinkriegen, der das hier aufhalten kann. Wir müssen jetzt gerade eher schauen, dass wir präventiv arbeiten, anstatt weiterzuschauen. Hier hat sich das Ding mittlerweile auch fertig gebaut. Wir sehen schon hier, richtig schön. Alles läuft, alles passt. Die Tanks scheinen auch relativ voll zu sein. Ja, der ist relativ leer schon. Aber das Wichtigste ist ja, wie gesagt, dass das alles läuft am Ende. So. Hier fehlt ein Stück, wie scheint, ein Kabelanschluss. Dieses eine Stück, was man gerne übersieht hier. So. Aber die große Lande- und Startbahn wäre angeschlossen, rein theoretisch. Wir können die jetzt aktivieren. So, was hält die unten hier? Start- und Landebahn ist angeschlossen. Boarding-Schalter. Das Gepäck. Müssen wir noch anschließen. Und dann brauchen wir den Boarding-Schalter natürlich. Können wir da einfach das System von da drüben übernehmen? Schon, würde ich sagen, oder? Jetzt kopieren wir das Ganze mal. Bauliche Werkzeuge, Kopiermodus. Wenn ich das hier drücken macht, 2 für den Ausgang, 1 für den Eingang. So. Dann soll das mal gebaut werden. Gleichzeitig würde ich gerne den hier ein Fenster geben. Was sind denn die Scheiben? Ja, eine große Fensterscheibe, dann sehen Sie Ihr Flugzeug schon mal. So. Schöne große Fensterscheibe und dann sollte das alles passen. Jetzt müssen wir nur auf die Bauarbeiter warten, die hier irgendwo am Ende unterwegs sein müssen. Um das Ganze zu bauen. Hier sind Bauarbeiter, aber keine Leute. Oder haben die das alles schon mitgenommen? Sind die schon unterwegs? Dann müssten die ja gleich mal auftauchen rein, theoretisch. Anschluss wäre ready. Bedeutet, große Flugzeuge sollten wir testweise schon mal bieten können. Wie gesagt, es ist ja jetzt aktuell die Sache, dass wir schauen müssen, dass das Ganze hier funktioniert, auch von der Größe her. Deswegen erstmal einen Boarding-Schalter für große Flugzeuge. Oh, wir machen gerade richtig. Ah, oh, wir tun gerade tanken, kann das sein? Oh, holy shit, wir tanken richtig viel. Haben wir gerade 300.000 minus gemacht? Entschuldigung, ich bin immer noch leicht krank. Ich hatte letzte Woche eine Grippe. Deswegen auch in dem Fall nichts von mir wirklich kam. Weil ich einfach mit der Grippe zu kämpfen hatte. Jetzt sind wir mal gespannt. Wir haben richtig, Alter. Richtig minus Cashflow. Holy shit. Ob uns da die großen Flugzeuge überhaupt noch retten können? Ich weiß es nicht. Ich kann es ehrlich nicht sagen. Bin jetzt echt gespannt, ob wir jetzt... Ja, wir kommen aber ins Positive immer wieder. Jetzt müssen wir mal schauen auf den Flugzeugplan. Wo ist denn die neue... Was ist denn das neue Ding? Large Aircrafts, hier. Haben wir irgendwelche großen Aircrafts frei? Ich glaube nicht, ne? Dafür müssten wir wahrscheinlich erst wieder unter Verträge schauen und ob wir irgendeinen freigeschaltet kriegen mit großen Flugzeugen. Verträge. Ja, mal finden. Ja. Mittelgroß, mittelgroß. Groß hat die. Ich will ein Rentier. Am besten nur mit großen. Wir könnten Nordic Air hier verwenden. 10.000 für ein großes Flugzeug. Das Problem ist, wir müssen... Das könnte eher so sein. Hat mehr große als mittelgroße.
Zoom hat auch relativ viele. Der hat... Der Crown Airs. So. Tun wir den Vertrag nehmen. Dann sollten wir... Ja, heute die erste Maschine kriegen. Holy shit, braucht die lange. Okay, die kostet auch 10.000, ne? Bin gespannt, wenn die kommt. Die landet dann hier. Bin echt gespannt. Ah, wir sind fast wieder im Positiven. Ich hoffe, dass diese Krisen auch bald vorbei sind. Die weltgrößten Ölsponsoren hat zum Anstieg der Flugzeugtreibstoffpreise geführt. Bis zur Wiederaufnahme der Verhandlungen müssen wir mit löchrigen Einkaufspreisen rechnen. Ja, ich hab's gemerkt. Die Tonnen, die wir ausgegeben haben. Weltwirtschaftskrise, Verkehrszahlen ausgehen. Zu wenig Fluggast betreut, das ist jetzt mal gar nicht gut. Fluggastbetreuer nehmen, nehmen. Wir nehmen auch alle mittelmäßigen, die schlechten Tinnen ablehnen. Anstellen. So, und wir sind wieder im Minus. Anstellen. Wo bleibt die Maschine? Müsste es nicht gleich so weit sein? Oh, wurde die verschoben? Um 16 Uhr ist... Sollte die am Hangar stehen. Oder am Gate stehen. Alter, wir machen 40.000 Minus pro Stunde. Und müssen das dann wieder aufarbeiten. Wir machen plus 50.000. Jetzt sind wir gleich wieder positiv. Und da... Wow, das ist eine Concorde. Das ist eine Concorde. Holy shit, okay. Oh, warte mal, wir sind... Vielleicht sollten wir... Die Anschlüsse auch mal fertig machen. Ah, wir können die Maschine ja nicht mal tanken. Genau, keine Straßenverbindung. Können bitte die Bauarbeiter ganz, ganz schnell da was machen? Ganz, ganz schnell. Wo sind die Leute, die die Straße bauen? Da. Das ist unsere erste Maschine und wenn die nicht passend läuft, haben wir Riesenprobleme. Okay, die Probleme haben wir so oder so wahrscheinlich, aber es wäre besser, wenn wir keine hätten. So, jetzt hat aber. Den Anschluss habe ich komplett vergessen zu checken. Haben wir überhaupt Fahrzeuge dafür? Brauchen noch ein großes Push-Fahrzeug. Ein Enteisungsfahrzeug. Es kann gut sein, dass wir jetzt gar nichts machen können. Obwohl, das kleine Ding scheint zu gehen auch noch. Braucht der zwei Tanker?
Warum steht da ein zweiter Tanker? Der braucht echt zwei Tanker. Holy shit. So, die Personen steigen ein. 100% getankt. Fast alle Personen sind eingestellt. Pushback wurde angefordert. Ja, der große Pushbacker, den haben wir wenigstens. Entschuldigung, Leute. Sollte dann aber auch gleich die neue große Maschine unterwegs sein. Da ist noch eine konkrete Kord, die jetzt ankommt. Holy shit. Es ist jetzt alles ein kleines Chaos hier, was hier abgeht. So, jetzt sollte der ganze Ablauf besser laufen. Erstens dürfen die Leute mal aussteigen wahrscheinlich, ne? Kann ich durch den Zoll achte darauf, das Zollkontrollen. Durch den Zoll? Sie mit internationalen Flügen müssen die Passkontrolle durchlaufen. Damit sie... Was ist denn jetzt eine Zollkontrolle? Warum dürfen die Leute hier an... What? So, warte mal. Reisende mit internationalen Flügen müssen durch die Passkontrolle, damit ein Reiseerlaubnis geprüft werden kann. Okay. Was hat das jetzt mit dem Zoll zu tun? Gepäckausgabe, da habe ich einen Plan drüber, aber was soll der Zoll jetzt? Ich habe hier keinen Zoll. Boarding-Schalter, mittelgroßes Ding, bla bla bla, blibla blups. Das sind automatisch Reisende mit internationalen Flügen. Dann müssen die Passkontrolle durchlaufen, damit der Reisepass kontrolliert und die Reiseerlaubnis geprüft werden kann. Gut. Das ist aber zum Wegfliegen, nicht zum Checken. Und du bist in der Sicherheitszone. Oder war das hier nicht internationaler Bereich 7 und 8? Oh shit, die wollen, dass man da draußen einen internationalen Bereich macht. Ach du heilige Scheiße, das bedeutet, wir ziehen halt dann hier wirklich so internationale Bereich 7 auf. Dann ziehen wir hier auch eine Wand runter. Dann wird ab da alles internationaler Bereich und fertig aus. So. Bevor man hier weiterkommt, muss man dann durch den Zoll durch. So muss das gemacht werden. Okay, bedeutet, wenn wir das... Internationaler Bereich. Nur noch ein paar automatische. Und wieder eine Wand. Ah, da kommst du ja dann auch nicht mehr raus. Bevor wir jetzt komplett scheiße bauen.
muss an einen öffentlichen Bereich und in einen Sicherheitsbereich grenzen. Hä? Gut, aber wie kommen sie jetzt aus dem internationalen Bereich in den normalen Bereich? Ich kann das jetzt nicht alles zu einer internationalen Zone errichten, das geht nicht. Alter, ist das übel. Oder ich musste... Ach, Gottes Willen. Dann müsste ich alles zu einer internationalen Zone machen. Kann es sein, dass ich gerade richtig verkackt habe? So. Rein hypothetisch. Wenn das jetzt hier kein internationaler Bereich mehr wäre. Dann würde das gehen. Ach du heilige Scheiße, okay, warte mal. Ich kann das nicht einfach zu einer internationalen Zone errichten. Passkontrolle und du kannst wieder rauslatschen. So, warte mal, wir machen jetzt hier mal die Mauer weg. Somit habe ich jetzt das komplette System kaputt gemacht. Hä? Super duper. Irgendwie muss ich das doch wieder richten können. Jetzt mal viel Spaß, Leute, weil irgendwie müssen ja auch die Leute, die hier sind, raus. Das ist ja so eine Passkontrolle, eine einseitige Geschichte. Oder wir erklären alles zu einer internationalen Zone. Sperren hier nochmal ab. Oh Gott, das würde meinen ganzen Betrieb fürs Erste aufhalten, ne? Dafür kann ich alles zu einer internationalen Zone erklären. Ja, jetzt aktuell ist es so, dass die Leute hier nicht rauskommen, weil... Kann ich durch den Zoll. Achte darauf, dass eine Zollkontrolle durch die Wand und Zone erreichbar ist. Wo habe ich zur Hölle einen Zoll? Irgendwo muss ich ja dann noch einen Zoll haben. Informationsschalter. Jetzt wird alles wahrscheinlich im Tutorial geben. Kaufe mindestens eine fahrbare Fluggastkriege. Vorhin ein einfaches Gepäckbanksystem. Gepäckbanksystem, wo eine Backzerstörer. Sie in der internationale Zone befindet. Baue eine Passkontrolle, die in die internationale Zone hineinführt. Baue eine Post, die aus der internationalen Zone herausführt. LOL, okay. Gecheckt. Nochmal abreißen, bitte. Sag mir doch einer, dass ich die umgedreht auch bauen kann.
Diese blöde Zollpasskontrolle geht nicht nur so rum, die geht auch so rum. Bedeutet, ist hier eine Wand, dann hätte ich gerne als erstes die reinführen. Oder machen wir außen, ne, so. Internationaler Ding. In der Mitte. Zwei von denen. Außen wieder einen von denen. So. Bahnanbindung, okay, jetzt habe ich mit der Bahnanbindung auch wieder ein Problem, super. Dann machen wir dazwischen wieder eine Wand. Hier dürfen wir noch zwei, einmal raus und einmal raus eingehend. Dann können wir wenigstens hier die Leute rein rauslassen. Oh, das ist ein Doppelding. So, die Ölkrise scheint wenigstens bewältigt zu sein. Das ist schon mal gut. Es fehlt nur noch die Finanzkrise, die endlich gelöst werden muss. Und ich will sehen, dass diese blöde Passkontrolle funktioniert. Da rennen sie schon. Ich bin echt gespannt, wenn das funktioniert jetzt. Dann sind auch unsere Flüge mit den großen Kampfjets endlich sicher. Die beginnen heute Abend wieder, okay. So. Na, wo bleiben sie denn? Sollten sie gleich hochkommen. Die kommen jetzt von der anderen Seite rein, okay? Baut die Durchgänge fertig. Ja, jetzt hat. Zack, da gehen sie jetzt raus. Passkontrolle. Ach du heilige Scheiße, waren da viele Leute noch angestellt. Schlau wäre, wenn ihr erstmal die andere Richtung kontrolliert. Na, da ist schon einer dabei. Wir stellen jetzt nochmal Sicherheitsbeamte ein. Damit wir davon genug haben. Passagier ist nicht durch die Zollkontrolle durch. Gut. Dann haben wir jetzt eine aktive Zollkontrolle und ein internationales Gebiet. Schöne Scheiße. Schöne Scheiße. Der Umsatz am Menschen ist aber auch massiv. Die warten alle nur auf ihre Gepäckstücke. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben es endlich kapiert mit der Zollschranke. Jetzt sitzen hier unsere Beamten und kümmern sich um den dauerhaften Zustand hier. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alles, einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.